Kaffee und Kuchen. Einen zauberhaften Nachmittag erleben wir heute im wahrsten Sinne des Wortes. Unser Gast bei Kaffee und Kuchen ist Martin Haderer. Er ist, wie er selbst von sich sagt, Kärntens einziger Berufszauberer. Im Gespräch mit Marco Ventre erzählt er, wie er zur Zauberei gekommen ist und so seit Jahren schon Menschen, groß und klein, wieder in ihre Kindheit zurückversetzt. Martin, du hast dich selbst entführt, nämlich, wenn man so will, ins Paradies. Du bist gar kein Kärntner, sondern du kommst woher? Ich komme aus Wien. Was hat dich zu uns her verschlagen? Ja, damals die Liebe vor über 3 Jahren. Aber ich war schon immer gern in Kärnten. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit gehabt habe oder in Italien auf Urlaub war, Wörthersee reinhupfen hat sein müssen. Also große Liebe zu Kärnten. Laut Eigendefinition sagst du, du bist Kärntens jetzt, Kärntens einziger Berufszauberer. Ist Zauberer eigentlich ein Beruf? Ein Beruf, den man ausüben kann, ja. Fürs Finanzamt, glaube ich, ist es kein Beruf. Als Künstler muss man lernen, muss man was studiert haben. Aber es ist ein anerkannter Beruf. Es gibt Bobby Lugano, Magic Christian, doch namhafte Zauberkünstler, die das auch beruflich gemacht haben natürlich. Du lebst mittlerweile von dieser Kunst, unter Anführungsstrichen, eben Menschen zu verzaubern. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wann hat das angefangen? War das so der klassische Weg, dass man einen Zauberkasten zu Weihnachten geschenkt gekriegt hat? Ja, ein bisschen über Umwege, weil wir damals im Gymnasium, war ich so 13, 14 Jahre alt, über Hobbys referieren durften. Und einer meiner Freunde, der hat das so geheim gehalten und hat nicht referiert und was erzählt, sondern der hat eine kleine Zauberschuh gemacht. Und ich war so fasziniert damals, dass ich mir dann eben einen Zauberkasten gewünscht habe und den auch bekommen habe. Und der war damals sogar recht teuer. Ich glaube, der hat 970 Schilling noch kostet von der Zauberklingel, dem weltweit ältesten Zaubergeschäft in Wien damals. Und seitdem zauber ich und beschäftige mich damit. Ich kann mir vorstellen, es ist ja schwierig, so die ersten Zaubertricks sicher beizubringen. Ist das alles Autodidakt oder kann man da in eine Schule gehen, so wie Harry Potter, der Zauberlehrling? Gibt es da irgendwas? Das meiste ist Autodidakt, also man muss sich es wirklich selber beibringen. Damals hat es auch nur Bücher gegeben und ganz schwer aus Amerika irgendwelche Sachen zu bekommen. Und ich habe das Glück gehabt, dass dann mit 20 so ich meinen besten Freund kennengelernt habe, der schon damals viel gelesen hat und der hat mir dann ein bisschen natürlich das persönlich beigebracht, was einfacher ist, als wenn man es nur aus Büchern liest. Und heutzutage findet man alles auf Videos oder im YouTube kann man fast alles nachschauen natürlich. Du bist und warst, glaube ich, einer der Ersten, die eben diese Hotelzauberei und Anführungsstrichen salonfähig gemacht haben in Wien. Ja genau, wir haben 2008 in Wien begonnen mit einem Kollegen damals, wo wir wirklich Hotels angeschrieben haben und dann ist das erste Hotel, was hängen geblieben ist, damals der Kahlenberg, Wesensrestaurant Kahlenberg in Wien. Da haben wir begonnen mit einem Magic Brunch 2008, so ganz unbedarft und den haben wir dann 9 Jahre lang gemacht, alle 14 Tage, jeden zweiten Sonntag die Menschen dort bezaubert und wenn man es mal durchgerechnet, da haben wir insgesamt 10.000 Zuschauer begeistert, ja, in Summe, was in Österreich auf jeden Fall einzigartig ist. Du bist dann so weit gegangen, dass du einen sicheren Job als Verkaufsleiter an den Nagel gehängt hast, volles Risiko gegangen bist. Ja, aber damals war das ein sanfter Ausstieg. Ich habe dann 20 Stunden nochmal gemacht als Key Account Manager und habe dann einfach beschlossen, jetzt oder nie. Mittlerweile machst du das seit wie vielen Jahren? Insgesamt, seitdem ich 13 bin, also ich weiß gar nicht, sind es 37, 38, 39, weil, nein, ich bin 50, also man kann sich's ausrechnen. Gut, genau, und über dieses Jubiläum und noch ein anderes reden wir in ein paar Minuten hier bei uns im Radio Kärnten. Und Kuchen servieren wir natürlich wieder an diesem Sonntag, den 23. August. Martin Haderer hat sich vor Jahren seinen Kindheitstraum erfüllt und ist Berufszauberer geworden. Dafür hat er seinen sicheren Job als Verkaufsleiter einer großen österreichischen Tageszeitung aufgegeben, um sich eben ausschließlich auf die Magie zu konzentrieren. Dabei ist ihm der direkte Kontakt zum Publikum ganz besonders wichtig. Martin, du hast gesagt, die großen Bühnen dieser Welt, wie die Ehrlich Brothers sie zum Beispiel bespielen, die mit unzähligen Trucks durch die Welt reisen, oder David Copperfield sozusagen der Gottvater der Magie, war das nie ein Ziel für dich? Nein, weil es mir fast zu groß war und der Aufwand für das, was ich machen möchte, einfach zu groß. Ja. Es ist natürlich faszinierend, Ehrlich Brothers oder egal, auch Tricky Nicky und Tommy Ten und Amelie Fantas machen eine super Show, nur mir war das zu aufwendig. Also ich möchte diesen direkten Kontakt mit den Menschen und diese Begeisterung auch spüren und sehen. Also für dich war es jetzt nicht unbedingt die Priorität, auf der Bühne ein Auto verschwinden zu lassen? Nein, nicht unbedingt. Nein, also für mich ist diese
unmittelbare Nähe zum Publikum schön. Deswegen hast du dich eben auf Hotelzauberei, kann man das so bezeichnen, auch spezialisiert? Ja, würde ich schon sagen. Also Hotel- und Restaurantzauberei. Und da in Kärnten gibt es Gott sei Dank genug Hotels und da bin ich gut ausgebucht. Wie ist der Unterschied? Man auf der großen Bühne, da hat man sehr viel technisches Equipment zur Verfügung, damit man die Leute begeistern kann. Du musst von Tisch zu Tisch gehen, musst dich sozusagen bei jedem Tisch aufs Neue beweisen. Das ist eigentlich eine doppelte Herausforderung. Ja, weil jeder Tisch eine eigene Bühne ist in Wahrheit und die Menschen mich nicht kennen, das heißt innerhalb von kurzer Zeit begeistern und natürlich auch mit dem ganzen Rundherum umgehen, mit dem Servicepersonal. Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Show, wann gehe ich zum Tisch? Und dann haben die 10 Minuten Show, 12 Minuten Show und sind begeistert und wollen mich immer wieder sehen, auch wenn es nach 2 Jahren noch einmal kommen, sagen sie, hey, wir haben schon auf Sie gewartet, das ist ein schönes Feedback. Was passiert da am Tisch? Welche Tricks zeigst du? Sind das dann vorwiegend diese Klassiker wie Kartentricks? Ja, es sind schon die Klassiker natürlich, die haben sich gut bewährt, halt auf meine Art. Das ist halt die Persönlichkeit, die ich da einfließen lasse und ich schaue auch schon, dass ich ein bisschen was Spezielles natürlich auch mache. Ist man da nicht auch immer in der Gefahr, wenn man so von Tisch zu Tisch geht, dass man irgendwann mal sagt, na geht, das habe ich schon 100 Mal gemacht. Man wird vielleicht ein bisschen nachlässiger. Also. Ja, wobei das ist der Reiz, weil einerseits kann man natürlich eine Kleinigkeit verändern oder es wird wirklich gut. Das heißt, je öfter ich was vorführe, desto mehr kann ich mich selber beobachten und kann natürlich mehr auf die Gäste eingehen, auf die Reaktionen eingehen. Ich kann noch mehr schauen, wo ich Pausen setze, wo ich Pointen setze, wo ich Zeit brauche, was wirken zu lassen. Also das wird dann wirklich ganz, ganz fein getuned. Wer ist leichter zu unterhalten, zu begeistern? Die Männer oder die Frauen? Man von den Kindern abgesehen. Meiner Erfahrung nach die Frauen, weil die noch mehr so ein bisschen Zugang haben zum inneren Kind. Die Männer sind dann doch sehr verstandesmäßig unterwegs und versuchen das rauszufinden. Vielleicht ist alles okay. Also ich lasse das alles sein. Es darf alles sein bei mir. Ist es auch schon passiert, dass man dich aufgeplant hat, wie man auf Kärntnerisch sagt, dass man sagt, ja, yeah, jetzt habe ich gesehen, wie du das gemacht hast. Es kommen natürlich immer wieder Fehler vor. Als Profi, dadurch, dass ich die Sachen so oft vorführe, geht immer irgendwas schief, beziehungsweise man findet dann natürlich, ich finde dann einen Ausweg, wie man das kaschieren kann oder das Publikum weiß ja selten, was kommt. Das ist der Vorteil. Also was war so der größte Ausrutscher zaubertechnisch, was dir mal passiert ist? Also so ein Eröffnungstrick ist zum Beispiel, dass ich eine Flasche aus einem aufblasenden Ballon zauber. Und wenn man die Flasche nicht aus dem Ballon fällt, sondern irgendwo runterfällt, wo es nicht runterfallen soll, das ist dann schon peinlich zum Beispiel. Oder wenn die Hose platzt, während ein Auftritt oder so irgendwas. Was ja auch schon wieder ein bisschen einen Unterhaltungscharakter hat. Ja, genau, man muss da drüber stehen einfach. Die Show must go on. So ist es. Und die geht auch noch weiter bei uns. In ein paar Minuten unterhalten wir uns weiter mit Kärntens einzigen Berufszauberer Martin Haderer. Schwindelfrei mit Radio Kärnten durch den Sonntagnachmittag. Anfang des Jahres hat der gebürtige Wiener Martin Haderer seinen 50. Geburtstag gefeiert. Seit 35 Jahren steht er als Zauberer auf der Bühne und in dieser Zeit hat er mehr als 10.000 Menschen mit seiner Kunst begeistert. Nicht so in großen Hallen, sondern eher im kleinen, feinen, als Hotel- und Restaurantzauberer ist er da von Tisch zu Tisch unterwegs. Dieser Bubentraum, den hat er aber eben irgendwie realisiert und der hat ihm auch einiges abverlangt. Den Job mit einem fixen Einkommen, den hat er vor Jahren schon an den Nagel gehängt. Seine Heimat Wien, seine Familie und seine Freunde auch der Liebe wegen verlassen. Martin Haderer seit 3-4 Jahren der Liebe wegen in Kärnten gelandet, ist nicht bereut? Nein, überhaupt nicht. Also war der beste Schritt, den ich jemals gemacht habe. Aber ist auch schwierig, oder? Wenn man so nach vielen Jahrzehnten im Prinzip Familie, Freunde, Umgebung, ein gewohntes Umfeld verlässt. Ja, es war eine ziemliche Herausforderung, sage ich mal, oder ziemliche Challenge, das wirklich alles loszulassen. Meine Tochter ist jetzt 24, die lebt natürlich noch in Wien und sie kommt aber auf jeden Fall sehr gern nach Kärnten. Jede Möglichkeit nutzt sie da. War sie auch sowas wie ein Versuchskaninchen, wo man halt Tricks ausprobiert, da braucht man immer vertraute Menschen. Hat ein bisschen die Familie auch bei dir sehr, sehr oft herhalten, wenn du Tricks ausprobiert hast? Auf jeden Fall und ich kann mich erinnern, eines, was man noch immer vorhaltet, ist, ich habe versucht, ein Ei verschwinden zu lassen und das ist irgendwann mal auf ihrem Kopf gelandet, das haltet mir heute noch vor. Ja, gut, wir haben schon vorher gesagt, du feierst heuer eigentlich ja, 2 Jubiläen. Eines hast du schon hinter dir, Corona-bedingt wahrscheinlich ein bisschen kleiner gehalten, du hast den 50. Geburtstag gefeiert. Wie ist der gefeiert worden? Aber der ist sich sogar noch ausgegangen, das war im Februar und meine Tochter hat so eine kleine Überraschungsparty für mich veranstaltet mit meinen besten Freunden, mit meiner jetzigen Partnerin, der Maria und ihrer Tochter. Und sie hat im Machfelderhof ein Abendessen organisiert. Über alle Promis sich treffen, oder? Ja, genau, stimmt. Und es ist ein skurriles, lustiges Lokal, also sehenswert. Also der 50. Geburtstag hat nicht wehgetan? Nein, gar nicht. Das zweite Jubiläum ist seit 35 Jahren
zauberst du. Du hast schon gesagt, du bist durch einen Schulfreund dazugekommen. Was ist die Faszination dieses Berufs, unter Anführungsstrichen? Du sagst selber, eigendefiniert, du bist Kärntens einziger Berufszauberer. Das heißt, du lebst davon. Genau. Na, das Schöne ist für mich die Vielfältigkeit. Das heißt, es hat natürlich viel mit Psychologie zu tun, mit Präsentation, mit Schauspiel ein bisschen. Man muss sich natürlich herausfordern und gerade in den Hotels, ich gehe von Tisch zu Tisch und heutzutage natürlich jetzt ein bisschen mit einem Sicherheitsabstand, aber man muss die Menschen innerhalb von kurzer Zeit gewinnen und ich muss sie von mir begeistern. Das heißt, das ist die Herausforderung. Wie schwer ist sowas? Es muss einem liegen natürlich. Ja, ich komme aus dem Verkauf, das heißt, so präsentieren, das liegt mir. Man muss natürlich die Tricks auch dementsprechend gut können. Aber durch die Häufigkeit der Auftritte, die ich habe, die Sachen, ich habe die tausende Male vorgeführt. Das heißt, dadurch werden es natürlich auch wirklich gut und es sind geläufig. Aber wie schwierig ist es, wenn man da im Publikum gerade diese Skeptiker sieht, die sagen, naja, Herr Zauberlehrling, jetzt zeig einmal, was du überhaupt kannst, die Hände vielleicht noch demonstrativ verschränken. Erschreckt dich das ab? Lässt dich das vielleicht nicht so offen sein wie immer? Nein, das macht die Routine natürlich. Und die Begeisterung, weil ich selber begeistert bin. Also das, was überspringt und was hängen bleibt, ist wirklich, wow, der macht das toll. Und natürlich, ich präsentiere es auf eine charmante Art, auf eine seriöse Art natürlich. Das heißt, ich verarsche niemanden, sondern ich schaue, dass wir miteinander Spaß haben. Und da brechen die Schranken oder die Skepsis doch sehr oft auf. Ja. Ist Zauberer, so wie du es machst, auch sowas wie ein bisschen der Taschenspieler? Jein. Also da grenze ich mich auch sehr ab. Es gibt schon Kollegen, die Uhren stehlen oder so auf der Bühne, aber das mache ich nicht. Ich lasse lieber was erscheinen. Worauf kommt es bei der Zauberei jetzt an? Ist es Geschwindigkeit? Ist es Geschicklichkeit? Ist es die Ablenkung teilweise auch, damit man eben etwas verschwinden lassen kann und den anderen seine Blicke ganz woanders hinrichten lässt in dieser Zeit? Ja, es ist schon viel Psychologie dabei natürlich. Wobei Geschwindigkeit eher nicht ist, sondern das gewusst wann und wie und Lenkung der Aufmerksamkeit, würde ich es eher sagen, als Ablenkung, weil es ist wichtig, wo ich hinschaue, wo ich meine Energie hinrichte. Die Tricks, die sind 20% von dieser gesamten Präsentation, weil viel mehr muss ich mir überlegen, was ich sage, wann ich sage, was ich tue, wo ich hinschaue, wie reagieren die Gäste oder die Zuschauer drauf. Und das ist so ein Gesamtpaket. Ich sage, die Tricks sind 20%. Alles andere, was die Kunst dann macht, ist die Präsentation und das Drumherum. Er sagt von sich selbst, Kärntens einziger Berufszauberer zu sein. Er hat vor 35 Jahren ganz klassisch mit einem Zauberkasten begonnen. Inzwischen zählt er zu den gefragtesten Magiern des Landes. Nahezu jeden Tag ist er da als Show-Act in Hotels, in Restaurants, bei großen Firmenfeiern oder privaten Geburtstagen oder Hochzeiten gebucht. Zaubern kann man überall, so der 50-jährige Wahlkärntner, der nicht durch Harry Potter, sondern durch einen ehemaligen Schulfreund von der Magie des Zauberns angesteckt wurde. Martin, vor 35 Jahren hat die Leidenschaft für die Zauberei bei dir begonnen, in der Schule, durch einen Schulfreund. Zaubert der eigentlich auch noch? Nein, der zaubert nicht mehr, der hat so die Schauspielrichtung ein bisschen eingeschlagen und was ich weiß, hat er dann auch Drehbuchautor gemacht für eine große deutsche Actionserie und lebt jetzt in Berlin. Ich habe leider gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Für dich war es aber wichtig, auf der kleinen Bühne die Menschen zu unterhalten und zu berühren. Bei einer ist es dir, glaube ich, ganz besonders gelungen. Ja, genau. Bei meiner jetzigen Partnerin Maria. Ist das auch ein Beruf, wo man durch die Nähe zu den Menschen auch sehr, sehr viel Möglichkeiten hat, in Kontakt zu kommen? Und man wird ja dann relativ schnell begehrt. Ja, stimmt schon. Möglichkeiten gibt es, aber da bin ich sehr professionell. Also da tue ich mich sehr abgrenzen, auch bei den Auftritten. Also ich bleibe auch nie länger. Bis auf eine. Da hast du gesagt, da bleibe ich länger. Ja, genau. Wie ist das passiert? Ja, die Maria und ich haben sich kennengelernt über Facebook, bei einer Veranstaltung, wo ich gezaubert habe. Und sie hat was kommentiert und irgendwie ist dann eine Freundschaftsanfrage entstanden. Und ja, es ist hängen geblieben. Sie ist auch Wienerin, lebt seit 20 Jahren in Kärnten, in Klagenfurt. Müssen zwei Wiener nach Kärnten kommen, um sich hier kennenzulernen? Ja, ist das schönste Fleckerl, oder? Wo kann man sich sonst schön verlieben? Das heißt also, ihr lebt jetzt beide da in Villach? Nein, ich lebe in Villach, Warmbad beim Maybachl und das genieße ich natürlich, die Natur. Und Maria lebt in Klagenfurt, macht ihre Katzennanny und wir sehen uns halt in der Mitte, meistens in Börtschach. Das ist alles noch ein bisschen frischer, das dauert noch. Du hast dich schon verzaubert, aber gut Ding braucht weiter. Ja genau, vor allem, da wollen wir irgendwo in der Mitte ein gescheites Platz finden. Oder am See natürlich. Wie lebt der Martin Haderer abseits der Zauberei? Was ist dir wichtig im Leben? Was sind so deine Hobbys? Wo findet man dich sonst? Also entweder am See oder im See, auf den Bergen. Dobratsch liebe ich, ist mein Hausberg quasi geworden. Sonst meditiere ich recht viel. Schon auch so eine magische Lebensweise, magische Magie im weitesten Sinne ist eigentlich mein Hobby. Da beschäftige ich mich schon lange. Die Zauberei, die Magie, die lässt sich auch im Privatleben nicht unbedingt los. Nein, das ist das, was mich erfüllt auch.
auch Inspirationsquelle, Kraftquelle, ein Anker auch. Gibt es Ziele, die du ansteuerst? Eine gemeinsame Wohnung. Privat, beruflich? Beruflich. Wenn es so weiterläuft wie bisher, wäre ich dankbar und glücklich. Also das bin ich eh schon. Es läuft momentan recht gut bei dir. Trotz Corona, hast du gesagt, während andere Künstlerkollegen leider ja zum Nichtstun verdammt sind. Du hast eben die Möglichkeit, aufgrund dieser Kleinstrukturiertheit relativ schnell und flexibel arbeiten zu können. Ja, das ist wirklich ein Glück und meine Kunden sind da in Kärnten die Hotels und die sind gut gebucht natürlich und somit auch ich, weil die Gäste Unterhaltung wollen und da sind meine Kunden sehr treu, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mir das so in den letzten Jahren auch aufbauen habe können. Das heißt, man kann dich natürlich auch nach wie vor holen, wenn man dich braucht, egal ob das jetzt ein Kindergeburtstag ist, bis hin zu größeren Veranstaltungen, oder? Genau, also es sind hauptsächlich Hochzeiten, Firmen-Events natürlich, soweit sie stattfinden dürfen, Geburtstagsfeiern, alles möglich natürlich, da bin ich buchbar. Vielleicht willst du uns am Schluss noch verraten, wie denn so ein Kartentrick funktioniert. Ich glaube, das ist so ein klassisches Standardprogramm. Such dir eine Karte aus, steck sie dann irgendwo hinein und du findest diese. Wie funktioniert denn? Das ist eine Grundregel natürlich beim Zaubern, dass man keine Kunststücke verrät. Wenn sie niemand verraten hätte, dann würdest du jetzt nicht als Zauberer mir gegenüber sitzen. Das stimmt. Ich darf natürlich auch meinen Zauberschülern, wenn ich einen Workshop mache, darf ich das natürlich auch verraten. Aber so pauschal ist eher fast eine Desillusionierung fürs Publikum. Weil manche Sachen sind, ganz ehrlich gesagt, sind einfach. Heißt das, dass wir, das Publikum, dann einfach zu blöd sind, das zu verstehen? Nein, überhaupt nicht. Aber dir fehlt eine entscheidende Information. Die du mir jetzt nicht gibst. Die ich dir jetzt nicht gebe. Aus Respekt. Dem Beruf gegenüber. Ja, genau, und dir gegenüber. Danke ich dir für das nette Gespräch. Und jetzt machen wir Musik und du zeigst mir, wie das mit dem Kartentrick funktioniert. Das machen wir, alles Liebe. Dankeschön. Genau, also wie die Geschichte dann weitergegangen ist, ich werde bei Marco nächste Woche dann gleich einmal nachfragen. Also Marco Ventre im Gespräch mit Martin Haderer. Magische Momente hier bei uns in Radio Kärnten.